Herzlich willkommen zu einem DSTV Direkt. Hier ist Ihre Emma Stapel und ich melde mich heute von einem Infostand anlässlich der Bombardierung Dresdens im Februar 1945. Neben mir steht Jens Bauer, Stadtrat hier in Dresden und Landesvorsitzender der NPD in Sachsen, welcher sich seit Jahren aktiv für ein würdiges Gedenken stark macht. Jens, warum hat der 13. Februar weit über die Grenzen Dresdens hinaus solch große Bedeutung? Ja, Dresden wurde vom 13. bis zum 15. Februar 1945 in mehreren Angriffswellen von britischen und amerikanischen Bombern in Schutt und Asche gelegt. Und wir stehen heute hier an dem Infostand, um diesem Ereignis zu gedenken, um daran zu erinnern. Die Zahlen sind bis heute ein Politikum. Es gibt ein Gefälligkeitsgutachten einer sogenannten Historikerkommission, die die Zahlen auf 25.000 Opfer heruntergeschrieben hat. Seriöse Schätzungen von Experten gehen jedoch davon aus, dass es die Opferzahlen durchaus im sechsstelligen Bereich zu vermuten sind. Das Aktionsbündnis gegen das Vergessen und vorher die junge Landsmannschaft Ostpreußen haben seit 1998 jedes Jahr einen Trauermarsch hier in Dresden durchgeführt, an dem teilweise bis zu 10.000 Menschen teilgenommen haben. Und sie haben damit das Erinnern an die Ereignisse von 1945 lebendig gehalten. Und der Infostand heute dient also dazu, dass den Menschen hier auf der Straße auch das Ereignis noch einmal näher gebracht wird, dass dieses Ereignis nicht aus dem kollektiven Gedächtnis verschwindet, dass wir daran mahnen wollen, daran erinnern wollen, dass es ein würdiges Erinnern gibt hier in Dresden. Und vor allen Dingen auch wollen wir mahnen, dass die Zerstörung einer Stadt, das Terror gegen die Zivilbevölkerung, dass der Terror gegen eine unschuldige Stadt, wie hier in Dresden geschehen, niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung und auch nicht der militärischen Auseinandersetzung sein darf. In diesem Sinne, für ein würdiges Gedenken. Dankeschön.